und Sozialdemokratinnen, dass wir mutig, dass wir forsch und frisch und nach vorne gehen für dieses Europa und nicht so tun, als wäre das irgendein Wahlkampf. Es geht um sehr viel bei dieser Europawahl, und das hat Marie uns heute noch mal sehr, sehr deutlich nahegebracht. Liebe Genossen und Genossinnen, vielen Dank noch mal an dich, liebe Marie Kaiser, an alle, die sich ehrenamtlich engagieren für unser tolles Europa. Herzlichen Dank und auch an den Appell. In Rheinland-Pfalz gibt es sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir reden sehr selten eigentlich über diejenigen, die sich politisch engagieren. Die meisten Leute fällt als erstes mal ein in der Feuerwehr, im Verein, im was weiß immer, auch immer im Sport. Das ist alles super, super wichtig. Aber ich will hier heute auch noch mal sagen, es gibt viele Menschen in unserem Land, die sich tatsächlich auch für die politische Sache engagieren. Tausende sind bei uns in Räten, auch das ist Ehrenamt. Aber es sind eben auch viele, viele, die gegen Rechtsradikalismus, die gegen Rassismus und die für Europa auf die Straße gehen. Und das macht mich stolz als Ministerpräsidentin. Und ich finde, dass diese Bewegungen auch immer wieder unterstützt werden müssen und sollten. Ich bin froh, dass die SPD in jeder Stadt, wo Pulse of Europe unterwegs ist, auch immer mit wirklich wichtigen Repräsentanten anwesend war, um deutlich zu machen, Bürgerbewegungen in diesem Bereich, ehrenamtliches Engagement, das lohnt sich. Politik kann nicht nur durch Hauptamt gemacht werden. Wir brauchen Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren. Und da steht die SPD ganz klar zu diesen Menschen. Und als Ministerpräsidentin bin ich stolz, dass wir so viele Engagierte in unserem Land haben. Ich darf auch voller Stolz sagen, dass Rheinland-Pfalz ein Bundesland der guten Nachbarschaften ist. Wir haben sehr enge Verbindungen zu unseren Freunden und Freundinnen nach Luxemburg, zu unseren Freunden und Freundinnen nach Belgien, nach Frankreich, in die Wallonie, in die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien. Wir haben oft Kontakte zum Elsass, zu Lothringen. Wir haben persönliche Beziehungen zu diesen Menschen. Wir kennen sie alle namentlich. Gestern habe ich gerade wieder die Ministerpräsidenten aus der Wallonie und der deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen. Vor ein paar Tagen die Luxemburger. Wir sind einfach eng verbunden mit diesen Freunden und wir pflegen die Freundschaft auch sehr bewusst zu unseren europäischen Nachbarn. Wenn es ein Bundesland gibt, das so gute Beziehungen zu Nachbarn hat, kann man sicherlich mit Stolz sagen, das ist Rheinland-Pfalz. Und warum ist das so, liebe Genossen und Genossinnen? Es ist natürlich so, weil wir niemals vergessen werden, was Feindschaft zwischen den Völkern Europas bedeutet. Weil wir niemals vergessen werden, was es für unsere Heimat bedeutet, wenn Rheinland-Pfalz zum Aufmarschgebiet von Soldaten wird. Und weil wir nicht vergessen wollen, in welche Abgründe uns Nationalismus, Militarismus und Populismus diesen Kontinent, auch unser Land, geführt hat. Und deshalb, liebe Genossen und Genossinnen, die Schlachtfelder, die Gräber zweier Weltkriege sind durch dieses Gift durchtränkt. Wir müssen also alles tun, dass das nie wieder passiert. Wir müssen uns engagieren an dieser Stelle, dass das nicht mehr eintritt. Und liebe Genossen und liebe Genossinnen, wie oft haben wir diesen Satz nie wieder eigentlich gesagt bei jeder Gedenkveranstaltung, die wir machen? Es reicht nicht, sagt es sehr deutlich. Wir sind in Deutschland in einer Situation inzwischen, dass Populisten, Rechtsradikale unterwegs sind, Antieuropäer unterwegs sind. Und unser Bundesland ist doch nicht denkbar ohne Europa. Und deshalb ist jeder Rheinland-Pfälzer und jede Rheinland-Pfälzerin, vor allem wir Sozialdemokraten, aufgefordert, wirklich mutig und kraftvoll aufzutreten, um dieses Europa zu verteidigen und all unseren Einfluss geltend zu machen, dass Europa auch in Zukunft lebt. Es ist nicht nur ein Spruch. Wir wissen alle, Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europa. Und wir sagen auch immer, und wir haben Europa im Herzen, weil das eigentlich auch alles andere gar nicht lebbar ist in diesem Bundesland. Und gleichzeitig wissen wir, Europa ist eine Herzenssache, aber natürlich auch ein Gebot der Vernunft. Und wir brauchen auch beides. Wir brauchen diese Herzenswärme diesem Europa gegenüber, dieses neue Feuer auch, die Begeisterung für junge Menschen. Wir haben ganz viele junge Menschen, geht in unsere Schulen, die zu diesem Europa stehen, zu dem offenen. Und wir müssen mit kühlem Kopf und mit klarem Blick natürlich die Probleme Europas lösen.
Europa ist kein Naturgesetz, es ist keine Selbstverständlichkeit. Und das spüren wir inzwischen alle miteinander sehr deutlich. Aber es ist eine richtige, auch eine vernünftige Entscheidung im Interesse der Bürger und Bürgerinnen. Vieles kann doch heute ohne die europäische Ebene überhaupt gar nicht mehr gelöst werden. Wir denken einfach nur mal an die soziale Gestaltung der Globalisierung oder an den Klimaschutz oder wir könnten die Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Es gibt etliche Themen, die man einfach nicht mehr national allein lösen kann. Und auch die geopolitische Lage mit der USA und Trump mit seiner nationalistischen Ausrichtung und China mit seinem Expansionsdrang hält oder macht es notwendig, dass wir in Europa alle miteinander zusammenhalten. Und deshalb, liebe Genossen und Genossinnen, für mich als Ministerpräsidentin ist selbstverständlich Europa immer ein wichtiges Projekt. Es ist das Friedensprojekt, Roger hat es gesagt, der Garant für Freiheit und für Wohlstand. Aber als rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und sozialdemokratische Ministerpräsidentin sehe ich mich auch immer in der Pflicht, Europa nicht nur auf der großen Ebene zu diskutieren, das machen in Zukunft vor allem andere, da komme ich noch drauf zu sprechen, sondern auch im Kleinen auszubuchstabieren. Und dort, wo wir Europa sozusagen als Blaupause in Rheinland-Pfalz leben, nämlich in unseren Grenzregionen, da machen wir täglich konkrete Alltagserfahrungen, was Europa für uns bedeutet. Rheinland-Pfalz war 1962 das erste Bundesland, was eine Partnerschaft eingegangen ist mit einer französischen Region. Das ist Burgund. Inzwischen gibt es 146 kommunale Partnerschaften. Wir haben einen intensiven Kontakt zu Burgund. Aber natürlich ist die deutsch-französische Freundschaft auch für die Zukunft Europas von außerordentlicher Bedeutung. In Rheinland-Pfalz muss ich gar nicht so weit in die Geschichte gehen, weil das Thema Miteinander leben in der Großregion ein Alltagserleben ist und wir es immer wieder auch aufs Neue gestalten. Ich will da auch nur zwei Beispiele nennen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, weil ich könnte viel reden über Zusammenarbeit in Gesundheit, Polizei, in Mobilität, alle möglichen Themen sind davon betroffen. Aber zwei Themen sind mir besonders wichtig. In einem Bundesland, was verbunden ist mit unseren Nachbarn, 3 Sprachen, 4 Länder, 5 Regionen, 11,2 Millionen Menschen in der Großregion in der Mitte Europas leben. Und das ist das Thema Bildung. Bildung wird in Europa großgeschrieben, vor allem in unseren Partnerschaften. Wir haben inzwischen, vielen Dank, auch Europaschulen, 55 an der Zahl, und es werden mehr. Es sind Schulen in unserem Land, wo junge Leute, Schüler und Schülerinnen, gebildet werden im Thema Europa, die sich ganz bewusst auseinandersetzen mit Sprachkompetenz, aber auch mit europapolitischen Fragen. Wir haben inzwischen mit der Großregion Verabredungen getroffen zur beruflichen Bildung, dass es für einen französischen Schüler oder einen jungen Menschen aus Frankreich selbstverständlich ist, in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung zu machen und umgekehrt genauso. Dasselbe haben wir abgeschlossen mit Luxemburg. Und ich nenne die Universität der Großregion. An 6 Universitäten in 4 europäischen Ländern ist es inzwischen selbstverständlich, dass junge Leute beispielsweise studieren in Trier, aber 1 Semester in Lothringen verbringen oder ein Dozent aus Kaiserslautern ein Forschungsprojekt mit einem Luxemburger Professor macht. 500 Studierenden sind eingeschrieben, Tendenz steigend. Das sind wichtige Erfolgsprojekte im europäischen Alltag. Warum ist es mir wichtig, das hier anzusprechen? Ich bin davon überzeugt, dass wir die europäische Idee auf der einen Seite im Großen gestalten müssen, aber auf der anderen Seite auch deutlich machen, was wir im Alltag von dieser europäischen Idee haben. Und in Rheinland-Pfalz gibt es ganz viele Menschen, die von diesem gemeinsamen Vorgehen miteinander profitieren. Und besonders liegt mir dabei die jungen Leute am Herzen, dass sie die Chancen haben, in unseren grenzüberschreitenden Regionen wirklich miteinander zu lernen, miteinander an die Hochschule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, im Austausch zu sein über Erasmus Plus. Einfach auch zu wissen, das ist das Normalste auf der Welt, dass wir Freizügigkeit haben, keine geschlossenen Grenzen haben und dass wir die auch auf Dauer verteidigen in unserem Land. Mein letztes Wort dazu ist, natürlich gibt es auch kritische Themen, das sage ich jetzt mal in Klammer, aber auch da ist die Freundschaft gut genug, um sie immer wieder zu thematisieren. Ich sage einfach mal Katzenorm, Fessenheim, Tioche oder Duell. Das sind Themen, die wir immer und immer wieder auch aufrufen.
Aber wichtig ist mir auch noch einmal zu sagen, auch zu Great Britain haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Beziehung, vor allem auf den persönlichen Ebenen. 50 Städtepartnerschaften verbindet Großbritannien mit Rheinland-Pfalz. Und für uns ist ja vollkommen klar, nach diesem schrecklichen Brexit, egal wie die Geschichte jetzt ausgeht, dass wir auch in Zukunft diese Freundschaft als Bundesland mit den Menschen aus Great Britain weiterhin pflegen werden. Sie sind Freunde und sie bleiben Freunde, egal wie dieses Thema am Ende ausgeht. Wir sind traurig über die Situation, wie sie ist, aber dennoch ist klar, dass wir als Bundesland ganz deutlich sagen, wir werden auch in Zukunft diese Verbindung miteinander aufrechterhalten. Liebe Genossen und liebe Genossinnen, es ist so klar wie Kloßbrühe, der Erfolg von Rheinland-Pfalz ist untrennbar verbunden mit der europäischen Integration und der europäischen Entwicklung. Und die SPD ist eine Partei, die immer europäisch war, die immer international denkt, wo es immer klar war, wir sind keine nationalistisch denkende Partei, sondern wir sind eine Partei, die genau das nach vorne bringt. Und deshalb, liebe Genossen und Genossinnen, ist es mir schon auch noch einmal wichtig zu sagen, dass die Sozialdemokratie die einzige Partei ist in Deutschland, die für ein soziales Europa steht. Die Linke und die AfD, die nähern sich erschreckend an in ihrer nationalen Karte, die sie immer wieder regelmäßig ziehen. Die Union kramt die stolze europäische Politik, die Kohl, mit Kohl verbunden war, immer nur noch zu Jubiläumsanlässen aus. Und wir als SPD, wir haben eine ganz klare Vorstellung von diesem sozialen Europa. Und genau das wollen wir und werden wir auch weiter nach vorne bringen. Und deshalb, liebe Genossen und Genossinnen, Europe United, braucht es die Sozialdemokratie, um wirklich auch tatkräftig dafür zu sorgen, dass dieser Europawahlkampf einer wird, wo Menschen verstehen, es geht um alles. Wenn wir nicht aufpassen und nicht genug Leute zur Wahl gehen und nicht genug Leute die richtigen Leute wählen, dann haben wir die Gefahr, dass im Europäischen Parlament die Populisten die Oberhand bekommen. Und liebe Genossen und Genossinnen, das kann nicht sein. Dafür müssen wir sorgen, dass Rheinland-Pfalz auch in Zukunft in diesem geliebten Europa lebt, von dem wir wissen, dass wir auf der Grundlage unserer Rechte, auf der Grundlage der Offenheit, der Toleranz, der Gleichwertigkeit in allen Lebensbeziehungen, dass wir gemeinsam dieses Europa eben auch in Zukunft leben können. Liebe Genossen und liebe Genossinnen, und deshalb ist die Europawahl von herausragender Bedeutung. Und das ist auch als Rheinland-Pfälzerin einfach nur immer wieder zu sagen. Wir haben als SPD im Moment nicht gerade die super Ausgangslage, wenn man an Wahlkämpfe denkt. Ich sage das hier auch noch mal sehr klar. Die Bundesvorsitzende wird darauf auch noch eingehen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass wir den Mut haben müssen, bei dem Thema Europa wirklich geschlossen und stark und mutig aufzutreten. Und ich will auch zwei Sätze sagen, weil wir hier in Rheinland-Pfalz sind, dass uns die Großwetterlage auch beim letzten Polytrend auch getroffen hat. Die Werte für die Arbeit der Landesregierung sind zwar positiv aufgenommen von den Bürgern und Bürgerinnen, und das macht mich auch froh und stolz, weil wir eine sehr stabile Regierung haben hier im Rheinland-Pfalz, weil wir gute Arbeit machen. Und die Bürger und Bürgerinnen sehen auch, dass wir gute Arbeit machen in diesem Land. Und deshalb lasst euch nicht beeindrucken von dieser Umfrage. Es war schon immer so, was weit weg ist von der Landtagswahl, dass wir natürlich auch nicht geschont sind, wenn die Großwetterlage eine andere ist. Aber ihr müsst auch keine Gedanken euch machen, dass uns das kalt lässt. Natürlich bewegt uns das die Lage der SPD insgesamt ganz besonders. Und daran arbeiten wir auch hart. Und das wird Andrea auch noch mal sehr, sehr deutlich machen. Ich will euch einfach nur noch mal sagen, lasst euch nicht einschüchtern oder lasst euch nicht sagen, man kann nicht mehr stolz sein auf die Sozialdemokratie. In Rheinland-Pfalz sieht man doch, dass man stolz sein kann. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland die Sozialdemokratie braucht. Und wir haben starke Bundesländer. Und Rheinland-Pfalz gehört dazu.
Wir haben starke Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und wir werden auch in anderen Bundesländern wieder stärker werden. Davon bin ich überzeugt. Und Roger hat es schon gesagt, ich bin sehr, sehr häufig in Hessen. Und wir haben dort eine geschlossene, eine tolle SPD, die uns etwas vormacht, nämlich mit großer Klarheit deutlich zu machen, wofür sie steht, nämlich für die drei Themen in Hessen: Wohnen, Bildung, Mobilität. Und sie haben genau das Bedürfnis und den Bedarf der Bürger und Bürgerinnen damit auch getroffen. Und Thorsten Schäfer-Gümbel ist ein toller, klarer, gerader Typ. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass nach dem Duell und der Stimmung, die jetzt gerade in Hessen ist, für die Hessen alles drin ist. Liebe Genossen und Genossinnen, uns geht es am heutigen Tag darum, dass wir mit einem guten Gefühl hier rausgehen und sagen, diese Partei ist stark, sie ist mutig und sie kämpft für Europa. Und das tun wir in Rheinland-Pfalz mit besonderer Leidenschaft, weil Rheinland-Pfalz nicht denkbar wäre ohne Europa. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossinnen, ist es für mich ein großes Glück, dass Katharina Barley bereit ist, an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie für dieses Europa zu kämpfen. Bis vor kurzem gab es in unserer Partei hier in Rheinland-Pfalz eigentlich zwei Frauen, von denen ich immer so gesagt hätte, wenn ich an Europa denke, dann denke ich an diese Frauen. Und das war Jutta Steinruck und es ist Katharina, schon immer gewesen, für mich persönlich. Jutta ist jetzt die europäische Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen. Darüber sind wir auch sehr froh. Katharina ist eine Frau, die natürlich Rheinland-Pfälzerin ist, aber deren Zuhause eigentlich Europa ist. Schon immer. Und sie trägt Europa wirklich im Herzen. Und sie muss kein Kapitel lernen über Europa, sondern sie ist Europa durch und durch. Und es war wirklich auch meine Hoffnung, mein Wunsch, dass die Sozialdemokratie mit einer starken Persönlichkeit an der Spitze, gemeinsam mit Udo Bullmann, der sehr viel Erfahrung hat, ein ganz tolles Standing hat auch in Europa, wirklich diesen Zug jetzt auch anführt, damit wir geschlossen und tatkräftig und überzeugt in den Wahlkampf gehen können für ein geeintes, für ein offenes, ein tolerantes Europa. Liebe Katharina, ich freue mich sehr darüber, auch dass du heute da bist. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ich wünsche uns allen wirklich ganz, ganz viel Glück. Wir wissen zwar, dass wir in Zukunft noch ein bisschen mehr auf dich verzichten müssen, aber dafür wird die Sozialdemokratie in Deutschland davon profitieren. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass du in Europa auch eine tolle Figur abgeben wirst und noch viele wichtige Positionen auch innehaben wirst, die uns als Deutsche, wirklich als sozialdemokratische Deutsche stolz machen wird. Liebe Katharina, alles, alles Gute für dich, für den Wahlkampf, für uns als Sozialdemokratie. Und ich wünsche uns auch hier einen guten Parteitag, was unsere Listenaufstellung betrifft. Liebe Genossen, liebe Genossinnen, mein größter Wunsch für die nächsten Monate ist, dass ihr selbstbewusst seid, dass ihr nach außen trägt, warum man die Sozialdemokratie braucht in Deutschland, warum wir stark sind hier in Rheinland-Pfalz, weil wir wissen, was für uns soziale Gerechtigkeit bedeutet, weil wir wissen, was wir den Rechten entgegenstellen, weil wir die Partei sind, die für Europa kämpft, für ein solidarisches Europa, für ein soziales Europa. Und ich bin ganz gewiss, dass dieser Wahlkampf dann auch ein guter Wahlkampf wird für uns. Herzlichen Dank.
freue mich sehr, dass ich im Anschluss einer weiteren Frau das Wort am Redepult geben darf. Einer, die heute mal ausnahmsweise keine weitere Anreise hatte, weil sie bei ihrer rheinland-pfälzischen SPD zu Gast ist. Ich freue mich, die Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, die erste Frau an der Spitze der Partei, Andrea Nahles, begrüßen zu dürfen und ihr das Wort zu geben. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es ist tatsächlich wahr, das ist mein Kreisverband, mein Koblenz. Und das ist auch eine Frau, die hier Gastgeberin ist heute, die ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze. Das ist Rita Hirsch, die Bürgermeisterin und die Ortsvereinsvorsitzende. Ich danke ganz herzlich für den netten Empfang. Liebe Genossinnen und Genossen, das war eine harte Woche für die SPD. Und das lag daran, dass wir in Bayern wirklich ein sehr schlechtes, bitteres Ergebnis eingefahren haben. Und ich denke, deswegen sollten wir damit auch direkt beginnen. Denn was sich anschloss, war eine Wiederholung einer Geschichte, die ich schon oft gehört habe, nämlich Leitartikel um Leitartikel, die vom Ende der SPD gesungen haben. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es sind auch schlechte Umfragen, sogar sehr schlechte Umfragen. Aber ich frage euch, wie reagieren wir jetzt darauf? Gucken wir jetzt wie die Kaninchen auf die Schlange, auf diese Umfragen, auf diese Stimmung, die wir gerade spüren? Oder sehen wir das als Herausforderung, auch an uns selbst? Und ich sage euch, ich bin entschlossen, den Rücken gerade zu machen, die Ärmel hochzukrempeln und dann wieder zu kämpfen. Denn es gibt sehr gute Gründe für eine starke SPD in diesem Land, in Rheinland-Pfalz sowieso, aber ganz besonders in unserem Nachbarland Hessen. Und darauf richten wir jetzt alle unsere Kraft und unsere Augen, um Thorsten Schäfer-Gümbel den Rücken zu stärken und der hessischen SPD. Liebe Genossinnen und Genossen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die hessische SPD derzeit bewundere. Und auch Thorsten Schäfer-Gümbel, der keinen einzigen Fehler gemacht hat, auch bei dem Duell, er deutlich gemacht hat, dass es dringend einen Wechsel in Hessen braucht. Mein Gott, wie amtsmüde muss dieser Bouffier noch werden, dass die Hessen den endlich mal in den Ruhestand schicken. Ich kann nur sagen, der Dynamische, der wirklich eine Idee hat und der sich um die Themen kümmert, die den Leuten wirklich unter den Nägeln brennen, das ist ja wohl Thorsten Schäfer-Gümbel. Ich sage euch, bezahlbares Wohnen. Diese Woche hat Katharina dazu ein Mieterschutzgesetz vorgelegt. Das ist die neue soziale Frage in Frankfurt, in vielen anderen Ländern. Und deswegen ist die einzige glaubwürdige Kraft, die dieses Thema pusht und zum zentralen Thema macht, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, gerade in Hessen, aber auch überall in Deutschland. Ich sage deswegen, ja, das ist unser Ehrgeiz. Unser Ehrgeiz ist, das Leben der Menschen besser zu machen. Und dabei gibt es einen großen Unterschied zu anderen. Ich sage das mal, wir wollen Politik für die vielen und nicht nur für die wenigen. Wir wollen, dass das Leben für viele Menschen besser wird und nicht nur für einige. Und es ist ein Thema, was mir die letzten Monate immer wieder begegnet, wo sich das so krass zeigt wie bei keinem anderen. Das ist das Thema Rente. Genossinnen und Genossen, die SPD hat schon, und ich habe das mit Malu verhandelt, in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass wir eine Wende bekommen, dass wir die Fehler, die gemacht wurden Anfang der 2000er Jahren, die Löhne und die Renten nämlich zu entkoppeln, dass Renten nicht mehr gleichmäßig mit den Löhnen gewachsen sind. Das wird jetzt korrigiert. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen, wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung zur zentralen Säule dieser Rentenpolitik in Deutschland machen. Die gesetzliche. Das andere kann noch dazukommen, aber das Entscheidende für die Leute ist die gesetzliche Rentenversicherung, liebe Genossinnen und Genossen. Das muss der entscheidende Punkt sein. Und kaum hatten wir gesagt, wir wollen mehr, wir wollen, dass das nicht nur für die nächsten Jahre, sondern in den nächsten Jahrzehnten klar ist, da sagen die Sozialdemokraten, die sind unseriös, die wissen ja gar nicht, wie man das finanziert. Der Christian Lindner bockt sich auf im Bundestag, die CDU sagt, unfinanzierbar. Jetzt will ich euch mal was sagen.
Ich wette mit euch, beim nächsten Wahlprogramm der FDP gibt es Wahlversprechen zur Steuerentlastung für Reiche mindestens im Umfang von 30 Milliarden. Das war nämlich in den letzten beiden Wahlprogrammen der FDP auch der Fall. Und die CDU kämpft gerade in diesen Haushaltsverhandlungen. Wirklich, ich bin Fraktionsvorsitzende und muss das jeden Tag mit denen ausfechten. Darum, dass sie noch viel mehr Geld für Verteidigung und Rüstung ausgeben. Ehrlich gesagt wollen sie 2% des BIP für Rüstung ausgeben. Das sind 40 Milliarden mehr für Rüstung in diesem Haushalt. Ich sage euch, nee, das ist nicht unfinanzierbar, eine sichere Rente, ein sicheres Rentenniveau auch für die Zukunft. Das ist eine Frage des politischen Willens. Und wer die Rente sichern, der muss die SPD wählen und nicht die FDP und nicht die CDU. Und die Grünen sind übrigens auch dagegen. Also, wir machen Politik für die vielen. Wir machen wirklich Politik für die vielen und nicht nur für die wenigen. Und das zeigt sich auch bei dem Thema Parität. Niemand anders hat sich härter in die Kurve gelegt für dieses Thema als Malu Dreyer. Das kann ich wirklich sagen. Das war das Thema, wo sie gesagt hat, wir brauchen gar nicht mit den Sondierungen weiterzumachen, wenn die Parität nicht sicher ist. Denn das heißt wieder halbe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung. Das haben wir diese Woche im Deutschen Bundestag in zweiter, dritter Lesung beschlossen. Ab 1.1.2019 10 Milliarden Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Rentnerinnen und Rentner. Und nur weil die SPD in dieser Verantwortung steht und sich dafür in die Kurve gehängt hat. Zweite, dritte Lesung, Teilzeit, Vollzeit, Brückenteilzeit. Leute, ich als Frau habe mich damals monster gefreut. Unter Arbeitsminister Olaf Scholz haben wir ein Recht auf Teilzeit durchgesetzt. Ich kann mich noch gut erinnern, damals haben viele Frauen gesagt, der Arbeitgeber sagt, ja, kannst weiterarbeiten, aber nur Vollzeit. Na, und dann haben viele Frauen sich entschieden, gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Das war eine schlechte Entscheidung. Erstens mal für den Geldbeutel in der Familie, für die Frauen, für die Rente der Frauen. Und dann haben wir nach einigen Jahren uns des Freuens Recht auf Teilzeit, da sind auch mehr Frauen wieder in Teilzeit gegangen, haben die Frauen wieder sich bei uns gemeldet und gesagt, tja, jetzt sind die Kinder größer, ich wollte wieder zurück. Klappt nicht. Gläserne Decke, komm nicht wieder in die Arbeit. Aber gleichzeitig haben sich die Arbeitgeber beschwert und haben gesagt, Mensch, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen gut ausgebildete Leute. Ja Leute, was ist das denn? Wir haben in diesem Land ganz viele gut ausgebildete Fachkräfte, und zwar Frauen in Teilzeit. Und deswegen ist dieses Gesetz so wichtig für die Frauen, für ihre Rentenansprüche und für die Fachkräftesicherung in diesem Land. Und es ist in zweiter und dritter Lesung in dieser Woche durch den Deutschen Bundestag gegangen. Liebe Leute, es spricht nur keine Sau darüber, aber wir sprechen darüber, weil wir es sind, die das in diesem Land durchsetzen und für die Menschen durchsetzen. Das ist doch der entscheidende Unterschied. Wir machen Politik für die vielen und nicht nur für die wenigen. Und das bedeutet auch, dass wir uns mehr vornehmen müssen. Was kommt nach Hartz IV? Ich habe es sehr klar gesagt. Wir müssen uns die Bedürfnisse der Menschen angucken. Und es war nie gedacht, dass Menschen jahrzehntelang in der Sozialhilfe stecken bleiben. Und Familien, ganze Familien dann nicht mehr rauskommen. Es gibt Renovierungsbedarf. Und wir entwickeln Ideen für den Sozialstaat 2025, denn das ist die DNA unserer Partei. Und wir stellen uns da allen Diskussionen. Und wir werden Ihnen, das ist mein Ehrgeiz als Parteivorsitzende, ich möchte, dass die SPD wieder die interessanteste Partei wird in Deutschland, wenn es um Zukunftsdebatten geht. Und nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern Zukunftsdebatten möchte ich in dieser Partei. Guckt nicht nach hinten, guckt nach vorne. Das muss das sein, was wir ins Auge fassen. Ja, vor vielen Jahren gab es so einen Frauenkreis in Koblenz, nicht weit von hier. Da haben wir uns getroffen, weil wir manchmal ein bisschen über die Männer reden mussten, weil wir aber einfach auch uns wohlgefühlt haben miteinander und weil wir uns schon damals sehr geschätzt haben. In diesem Frauenkaffeekränzchen, so will ich es mal freundlich nennen, habe ich eine junge Frau kennengelernt, die hieß Katharina Barley. Und da war Christine Augs dabei,
Birgit Strack und andere, der ein oder andere wird die ein oder andere vielleicht noch kennen. Und ich habe damals schon gedacht, das ist eine ziemlich gute Frau. Wir haben uns, sie war die Erste, die Kinder bekommen hat in der Runde. Ich bin ein bisschen später nachgekommen. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren, weil sie Richterin wurde und ich habe irgendwie die Politik nicht mehr ganz losgelassen. Und ich habe mich sehr gefreut, denn dann habe ich gesehen, was für einen wundervollen Wahlkampf sie in Trier-Saarburg gemacht hat, um da der CDU die Stirn zu bieten. Und fast hätte es auch geklappt. Das war eine ganz tolle Sache. Und so bist du wieder praktisch auf die politische Bühne gekommen. Und es ist mir eine große, große Freude gewesen, dass du Ja gesagt hast, dass du Verantwortung bereit bist zu übernehmen in einer sehr schwierigen Zeit für die SPD, aber vor allem in einer sehr, sehr schwierigen und sehr entscheidenden Phase für Europa. Ich kann nur eins sagen für mich. Katharina Barley war und ist die erste Wahl an der Spitze der SPD für diese Europawahl. Ganz toll, dass du das machst. Danke dir. Danke. Ich muss an dieser Stelle auch nicht erwähnen, dass Trier ideal ist geradezu, um Ort der Entscheidung zu sein für diese Europawahl. Aber ich will zwei inhaltliche Punkte nur kurz erwähnen. Die eine Sache ist, werden China und die USA auf Dauer alleine die Regeln des Welthandels bestimmen? Die Regeln der Digitalisierung und der globalen Ordnung? Das entscheidet sich schlicht und ergreifend an der Frage, ob es noch ein handlungsfähiges und starkes Europa gibt. Und es ist gefährdet, dieses handlungsfähige und starke Europa. Es ist gefährdet im eigenen Land durch Menschen, durch Parteien, die nichts anderes sagen als, die EU ist nicht Europa. Richtig. Natürlich ist die EU nicht Europa, aber die EU ist das Beste und das Handlungsfähigste, was die Europäer jemals in ihrer Geschichte zu Wege gebracht haben. Das ist das Beste, was uns hier passiert ist, um Frieden zu sichern, um die Freizügigkeit in Europa zu sichern, um dieses Europa auch stark zu machen im Wettkampf der Weltregionen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und dann sitzen die da und sagen, nein, nein, wieder zurück in die Nationalstaaten. Das sagen die ganz offen im Deutschen Bundestag diese Woche wieder. Das sind diejenigen von innen, die dieses Europa schwach machen wollen. Und dann gibt es die von außen. Und da kann ich euch nur mal raten, euch die Dimension, und Marie hat es eben auch noch mal dargelegt, klar zu machen, was in Polen, in Ungarn, aber auch in Italien los ist. Silvani twittert, ich habe mir das übersetzen lassen, ganz offen, dass er dieses Europa zerstören will. Es geht nicht darum, dass es eine Wahl gibt, dass man eine Partei wählt. Es geht wirklich um die Frage, gibt es dieses Europa, gibt es eine Mehrheit für die, die zusammenarbeiten wollen, die unseren Way of Life verteidigen wollen, unsere Demokratie, unsere soziale Marktwirtschaft, unsere Weltoffenheit, oder gibt es bei der nächsten Europawahl eine Mehrheit, die dies alles zerstören wollen? Macht euch das klar. Es geht um was. Bitte aktiv, seid bitte aktiv in diesem Europawahlkampf, wie es bei einer Landtagswahl machen würde. Das ist nämlich der entscheidende Punkt hier in Rheinland-Pfalz. Wie es bei der Landtagswahl, die Bundestagswahl lasse ich jetzt mal weg. Die Landtagswahl laufen die, aber bei der Bundestagswahl, na gut. Aber macht es bitte Europawahl wie Landtagswahl. Das ist meine herzliche Bitte an meine rheinland-pfälzische SPD. Seien wir mal ehrlich, ja, hier, heute. Einmal ehrlich. Und letzte Bemerkung dazu, ja, liebe Genossinnen und Genossen, Brexit. Da haben es ja über Jahrzehnte lang die britischen Politiker verabsäumt, positiv über Europa zu reden. Und Katharina, als jemand, der beide Staatsbürgerschaften hat, wird es sicherlich mehr mitbekommen haben als ich, aber mein Eindruck war immer, egal ob es Labour Party war, egal ob es Tories war, gut geredet über Europa hat da keiner. Und dann haben sie sich für den Brexit entschieden. Und jetzt haben wir den Salat. Aber vor allem haben die Britinnen und Briten eine sehr schlechte Entscheidung für sich selbst getroffen. Denn eins kann es nicht geben.
Eine Brexit, ein Großbritannien regeln à la carte, denn wir wollen die Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen. Es kann keine Brexit-Verabredung geben mit Rosinenpickerei als Richtschnur, denn es gibt entweder freie Zügigkeit für Waren, dann aber auch für Menschen. Es kann nicht sein, dass die Briten Menschen ausgrenzen, aber weiter hier ungehindert Geschäfte machen wollen. Denn wenn wir das zulassen, dann sägen wir auf dem Ast, auf dem wir sitzen, Europe United, das ist auch die Parole für diesen Brexit, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen bin ich an dieser Stelle so entschieden. Wir wollen eine gute Lösung. Wir wollen den Menschen auch helfen. Wir wollen, dass es möglich ist, dass Großbritannien zur EU weiter gute Zugänge hat. Aber wir sind auch selbstbewusst und sagen, diese Europäische Union ist was wert, aber genau deswegen müssen wir sie auch verteidigen. Deswegen brauchen wir klare Regeln und deswegen gibt es keinen Brexit for light. Denn wir wollen niemandem Ideen geben in anderen Ländern, dass man aus dieser EU einfach austreten kann und es kostet einen nichts. Wir wollen, dass sie zusammenbleibt, dass sie stärker wird, dass wir sie vertiefen, dass sie sozialer wird, dass sie besser wird. Aber wir wollen diese EU mit allem, was wir haben, verteidigen. In diesem Sinne freue ich mich auf den Europawahlkampf und wünsche eurer Wahl heute hier einen guten Verlauf. Vielen Dank. Ich habe mich gerade noch mal, ich spüre in eurem Namen, ganz, ganz herzlich bei Andrea bedankt. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass es in diesen Tagen möglich war, dass Andrea und Katharina heute hier sind. Katharina wird gleich noch zu uns sprechen. Dann müssen beide weiter. Politik endet nicht in Ordnung, liebe Rita. Auch darüber hinaus ist noch einiges zu erledigen. Deswegen vielen Dank, dass ihr hier wart. Und Doris, ich gebe an euch zurück. Ja, du kannst gleich am Redepult bleiben, lieber Roger, denn du wolltest, glaube ich, an dieser Stelle sowieso noch mal das Wort ergreifen. Tust du ja auch ohne Genehmigung des Tagungspräsidiums. Also erteilen wir sie dir jetzt auch gerne. Und da du uns vorher nicht verraten hast, was du jetzt vorhast, musst du das dann auch selbst erklären. Wir haben uns im Präsidium und im Landesvorstand überlegt, dass es endlich Zeit ist, einer Persönlichkeit dieses SPD-Landesverbandes in einer ganz besonderen Art und Weise ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Und ich habe den Rudolf eben begrüßt, lieber Rudolf. Lieber Rudolf, du warst Landesvorsitzender, als wir 1989 die Kommunalwahl gewonnen haben. Wir haben die Landtagswahl 91 mit 44,8% gewonnen. Und, liebe Genossinnen, liebe Genossen, die Bundestagswahl unter deiner Führung mit 36,4%. Das ist ein gutes Ziel von heute aus gesehen und es war ein Riesenerfolg. Und Kurt, du und diejenigen, die ab 1987 insbesondere in der Landtagsfraktion dafür gekämpft haben, dass Sozialdemokratie mehrheitsfähig geworden ist, mit dir an der Spitze ist uns das 91 gelungen. Ich habe das damals als Juso-Kreisvorsitzender und in anderen Funktionen sehr eng beobachten und dann auch begleiten dürfen. Und ich habe mich unglaublich gefreut. Ich denke oft daran zurück, wie die Menschen dir zugehört haben, wie dir die Herzen zugeflogen sind, wie Rheinland-Pfalz die Fenster aufgemacht hat und wie frischer Wind in die Landespolitik gekommen ist. Und du hast damals gesagt, wir wollen Rheinland-Pfalz zum kinderfreundlichen Land machen. Ein Auftrag, dem wir uns nach wie vor Tag für Tag stemmen. Und du hast gesagt, ich kann mich noch oft noch genau daran erinnern, wir müssen das, was eine Landespolitik tun kann, dafür tun, dass die Zukunftschance über die Bildung von Kindern, nicht vom Portemonnaie, und das war dann auch immer deine Bewegung, der Eltern abhängt, sondern dass das Land seinen Beitrag dazu leistet. Und wir haben in der Folge neue Regelungen für die Kindertagesstätten ab 91 auf den Weg gebracht. Wir haben die Ganztagsbetreuung in den Schulen auf den Weg gebracht. Vor allem, wir haben dann als erstes und bisher einziges Bundesland die Beitragsfreiheit für die Kitas
auf den Weg gebracht. Und das ist angelegt worden, in diesem Gedanken, kinderfreundliches Rheinland-Pfalz auf den Weg zu bringen. Es gibt viele, viele Initiativen und Impulse, die ihre Begründung, ihre Grundanlage in der Politik ab 1991 als Erfolgsmodelle für Rheinland-Pfalz gefunden haben. Und wir wollen dir, lieber Rudolf, herzlich Dankeschön sagen, indem wir dich zum Ehrenmitglied dieses SPD-Landesverbandes ernennen möchten. Jetzt kannst du sagen, das hat aber lang gedauert bis meinem 70. Geburtstag. Aber es kommt von uns allen von Herzen. Und ich darf die Urkunde einmal verlesen. Ehrenmitgliedschaft der SPD Rheinland-Pfalz. Die seit 1991 andauernde Erfolgsgeschichte der SPD Rheinland-Pfalz fußt auf deiner Arbeit und deinem Wirken. Bis heute sind wir dir in großer Dankbarkeit und enger Freundschaft verbunden. Während deiner langjährigen Mitgliedschaft hast du dich in ganz besonderem Maße um die Partei verdient gemacht. Du hast einen herausragenden Beitrag für die Demokratie und die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft geleistet. Den Menschen zu helfen und der Sache der Sozialdemokratie zu dienen, war für dich immer ein hohes Gut. Dafür spricht dir Rudolf Scharping, Ministerpräsident AD, der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz, Dank und hohe Anerkennung aus und verleiht dir für dein Wirken die erste Ehrenmitgliedschaft der SPD Rheinland-Pfalz. Du erfüllst bis heute die sozialdemokratischen Ideale Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität mit Leben, unterschrieben vom Landesvorsitzenden von Doris Ahnen, Hendrik Hering und Alexander Schweizer, den stellvertretenden Landesvorsitzenden. Vielleicht kommst du mal hier hin und die Malu und ich würden dir gerne diese Urkunde überreichen. Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für Beifall, für Anerkennung. Das ist schön. Aber die Andrea hat eben schon ganz zu Recht gesagt, guck nicht so viel nach hinten. Auch wenn das mit schönen Erinnerungen verbunden ist, guck nach vorne. Ich bin 1947 geboren. Wahrscheinlich gehöre ich zu der glücklichsten Generation, die bisher in Deutschland gelebt hat. Über 70 Jahre Frieden, wachsende Freiheit, gute Zukunft, große Chancen. Nichts davon selbstverständlich. Die Europawahl wird darüber entscheiden, ob dieser Kontinent in alte Krankheiten oder Schlimmeres zurückfällt oder ob er meinen und euren Kindern und Enkeln eine gute Heimat bietet. Die Europawahl wird darüber entscheiden, ob dieses große Glück eines friedlichen und sicheren Kontinents wirtschaftlich, sozial, von den Zukunftschancen, von seiner Ökologie und vielem anderen her, ob das Bestand hat und ausgebaut werden kann. Keine Herausforderung ist größer als diese. Das Risiko, dass Europa von innen zerbröselt, und damit
eine Gefahr für sich selbst und für andere werden könnte. Das Risiko ist gewaltig. Macht euch nichts vor. Wenn aber das Risiko gewaltig ist, dann muss auch die Kampfkraft und die Entschlossenheit groß sein, es zu verteidigen und auszubauen. Ich war einige Jahre Vorsitzender, Präsident nennen die das, der Europäischen Sozialdemokratie. Das war eine Zeit, Tony Blair, Lionel Jospin, Felipe González und. 11 von 15 Regierungschefs Sozialdemokraten. Es ist uns was verloren gegangen. Wir waren nicht immer gut. Wir können aber besser werden und wir müssen es. Genossinnen und Genossen, einen einzigen Hinweis. Nach der großen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges lebten in Europa 11%, mehr als 11% der Menschen auf der Erde. Jetzt sind es gut 5, knapp 6. Es werden weniger. In Deutschland lebten in den Grenzen des Deutschen Reiches 1914 vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges so viele Menschen wie südlich der Sahara in ganz Afrika. Heute leben da fast 900 Millionen Menschen. In Nigeria alleine leben so viele Menschen wie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und bald werden es so viele sein wie in der Europäischen Union. Die Gewichte haben sich verschoben. Und die Bevölkerung ist nur ein Hinweis darauf. Es gibt viele andere. Wir in Europa, wir in Deutschland mit unseren jetzt 82 Millionen Menschen, wir sind einfach zu klein, um alleine in der Welt das Sagen zu haben oder maßgeblichen Einfluss. Wir müssen in Europa unsere Zivilisation, unser Ideal von freiem und gerechtem Leben gemeinsam verteidigen, gemeinsam gestalten, sonst hört keiner mehr auf uns und wir werden zur Randnotiz der Geschichte und der globalen Entwicklung. So, und damit will ich es dann auch bewenden lassen, mit einer einzigen Ausnahme. Ich weiß ganz genau, das ist wunderbar, wenn man aufs Schild gehoben wird, da ist man dann Spitzenkandidat. Ich weiß auch, du bist da oben manchmal sehr in der Gefahr, verdammt einsam zu werden. Andrea? Ja? So, aber wenn euch das wirklich, und das ist es ja, ein Anliegen ist mit Europa, dann darf die Katharina in keiner einzigen Minute sich alleine fühlen. Dann muss sie wissen, da ist eine große, stolze, traditionsreiche, zukunftsfähige Partei, die mich trägt und unterstützt, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Ein freiheitliches, ein friedliches, ein soziales Europa, das den Menschen dient und nützt und nicht ein Europa von Eliten und fernen Bürokraten, sondern eines, das mitten im Leben der Menschen ist. Ja, liebe Katharina, das war eine ganz wunderbare Überleitung auf deine Rede, auf die wir uns sehr freuen. Und ich darf dir vorab versichern, es war eine große Freude im Rheinland-Pfälzischen Landesverband, als wir erfahren haben, dass du dich bereit erklärt hast,
die Spitzenkandidatur für die Europawahl zu übernehmen. Es ist viel dazu gesagt worden, warum. Du bist eine engagierte Frau, du bist eine überzeugte Europäerin. Und deswegen sage ich von ganzem Herzen, du wirst dich in diesem Wahlkampf nie alleine fühlen. Wir werden immer an deiner Seite sein. Wir wollen einen guten Wahlkampf machen. Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen. Und du bist für uns genau die richtige Person, dass wir auch entsprechend engagiert in diesen Wahlkampf gehen. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Und jetzt hast du das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Malu, liebe Andrea, natürlich vor allen Dingen auch lieber Rudolf, es ist mir wirklich und ganz ehrlich eine ganz, ganz große Freude, dass mein allererster Termin nach der Verkündung, dass ich als Spitzenkandidatin antreten will, mich jetzt in meinen Heimatlandesverband führt, auch in meinen Heimatbezirk nach Rheinland-Pfalz, nach Ochtendung. Und ich möchte vielleicht als allererstes, weil es jetzt auch so gut gerade an Rudolf anschließt, mich ganz, ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das ich offenbar genieße bei einigen, bei vielen hoffentlich, bei Andrea und Udo, die das Ganze eine ganze Weile lang in ihrem Herzen getragen haben und mit mir auch viele Gespräche dazu geführt haben, aber auch mit all den anderen, die seitdem in ganz großer Zahl mit E-Mails, mit SMS, mit Briefen, mit was weiß ich was allem mir ihre Unterstützung zugesichert haben. Denn Rudolf hat natürlich völlig recht. Wir können diese Europawahl nur gemeinsam gewinnen, aber wir können sie auch gemeinsam gewinnen, liebe Genossinnen und Genossen, und das sollten wir zusammen tun. Nun habe ich aus manchen dieser Nachrichten auch eine gewisse Verwunderung entgegengenommen. Warum machst du das denn? Du hast es doch eigentlich da ganz gut als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, und du hast schon so viel gemacht und du hast noch so viel vor. Ja, das ist auch alles wahr. Und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Und ich habe auch noch viel vor. Aber meine Motivation, das klang schon bei vielen meiner Vorrednerinnen und Vorredner durch, hat im Grunde genommen zwei Säulen. Und die eine Säule ist tatsächlich die, dass die kommende Wahl die Richtungsentscheidung für die Zukunft Europas ist. Wir sehen das in ganz vielen Teilen Europas, wir sehen es in Polen und Ungarn, aber wir haben es natürlich auch durch den Brexit gesehen. Mir als halber Britin tut das jeden Tag wieder in der Seele weh. Und wir wissen, früher wurde den Europawahlen oft nicht genügend Bedeutung beigemessen. Die Wahlbeteiligung war immer relativ schlecht. Und ganz früher war es auch so, dass man eher mit nationalen Themen diese Europawahlen auch bestritten hat. Das hat sich geändert. Dazu hat der Brexit viel beigetragen. Ich bin ja gebürtig aus dem Rheinland, da findet man an allem Furchtbaren noch irgendwas Positives. Und wenn es das ist, dann ist es zum Beispiel eine Bewegung wie Pulse of Europe. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass Marie Kaiser da ist und danke ihr sehr herzlich für diese Worte. Das ist heute anders. Die Menschen haben das verstanden, dass die nächste Europawahl eine wichtige Wahl ist. Vielleicht die wichtigste der nächsten Jahre. Und es ist deswegen auch umso wichtiger, dass wir Menschen in diese Europawahl schicken, die ganz, ganz viel Leidenschaft und Herz für dieses Thema haben. Ganz, ganz viel Leidenschaft und Herz für das Projekt Europäische Union, die das offensiv vertreten mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Mut. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich das doch durchaus sein könnte. Denn diejenigen von euch, die Zeitung lesen, wissen das auch. Ich bin wirklich europäisch vom Scheitel bis zur Sohle. Das fängt in der Familie an. Von meinem britischen Vater habe ich schon gesprochen. Ich bin dann als eine der ersten Erasmus-Generationen nach Paris gegangen damals. Wir haben damals im Studierendenwohnheim gewohnt, liebe Marie, nicht in einer WG. Aber dort habe ich einen sehr netten Halb-Spanier, Halb-Niederländer kennengelernt, den ich dann später geheiratet habe und er der Vater meiner Kinder geworden ist. Also mal sehen, was das mit dem netten Polen noch alles geben kann. Also diese europäische Familie für mich hat die dann Realität und Gestalt angenommen in
Person meiner zwei wundervollen Söhne, die eben diese vier Großeltern aus den vier unterschiedlichen europäischen Ländern haben. Und dass der heutige Mann meines Herzens in Amsterdam wohnt, das ist inzwischen auch in der Presse. Das braucht man auch nicht immer unbedingt, aber jetzt weiß es an die ganze Welt, dann kann man es auch sagen. Mein Wohnort, natürlich mein Wahlkreis, Trier. Als ich meine erste Rede gehalten habe, habe ich sofort gesagt, das ist der Wahlkreis, von dem aus man an einem Tag mit dem Fahrrad, lieber Rudolf, müssen wir vielleicht mal machen, durch vier europäische Länder fahren kann, wenn man gut drauf ist. Ich trainiere noch ein bisschen und dann machen wir das vielleicht mal gemeinsam in diesem Europawahlkampf. Fände ich eine schöne Aktion. Auch beruflich habe ich mich immer an Europa orientiert. Ich habe schon meine Doktorarbeit selbst geschrieben über das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger. Ja, muss man ja heute dazu sagen, gerade bei Juristen. Das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger, also die Frage, wie können Menschen, die schon lange in einem anderen europäischen Mitgliedstaat leben, teilhaben an der Demokratie, an der Gestaltung ihres Gemeinwesens vor Ort. Das war 1993, habe ich damit angefangen. Ich habe im Haus der Großregion gearbeitet, also auch den kleinen Rahmen kennengelernt und im Justizministerium Rheinland-Pfalz war ich dann auch unter anderem fürs Europarecht mit zuständig. Und jetzt, in meinem jetzigen Bereich Recht und Verbraucherschutz, da ist alles europäisch durchwirkt. Da merkt man, dass es ohne Europa überhaupt nicht mehr geht. Es leuchtet ja auch sofort ein. Wir bestellen heute, oder viele bestellen, ich tue es relativ selten, online. Und dann kommen die Waren von Gott weiß woher. Und eben oft auch aus anderen Ländern der Europäischen Union. Es ist doch völlig klar, dass wir da Qualitätsstandards brauchen, auf die wir uns verlassen können. Dass wir Regeln brauchen, was passiert eigentlich, wenn da was nicht in Ordnung ist, wie kann man sich wehren. Dass all diese Fragen europäisch geregelt werden müssen, das ist doch völlig selbstverständlich. Und das ist für mich tägliche Arbeit. Und ich glaube, mehr Europa geht wirklich nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Warum ist es so wichtig, europäische Leidenschaft? Weil wir Politiker in der Europäischen Union brauchen, die verstehen, dass die Europäische Union auch bei den Menschen ankommen muss. Die verstehen, dass wir eine Akzeptanz für die Europäische Union, das ist ja derzeit ein Problem, das müssen wir klar benennen, dass es eine Akzeptanz für die Europäische Union nur geben wird, wenn die Menschen spüren, dass wir uns nicht nur um Banken und Unternehmen kümmern, sondern um die ganz konkreten Schicksale von Menschen, auch auf der europäischen Ebene. Wenn sie spüren, dass es eben nicht nur um Wirtschaftsfragen geht, sondern zum Beispiel und vor allen Dingen auch um soziale Fragen. Deshalb ist es so wichtig, das soziale Europa dringend nach vorne zu bringen, und das will ich unbedingt tun. Und eins will ich gleich mitgeben. Wir sollten kein Europa-Bashing betreiben nach dem Motto oder dann nicht einstimmen in den Chor, Europa ist nur für die Wirtschaft da, sondern wir sollten das erklären. Die Europäische Union stammt historisch aus der Überlegung, wir müssen Wirtschaftskreise miteinander verschränken, damit diese furchtbaren Katastrophen der zwei Weltkriege sich nicht wiederholen. Deswegen hat man angefangen mit der Europäischen Montanunion. Deswegen hat man angefangen mit einem europäischen Wirtschaftsraum. Das war auch gut und richtig so in der Zeit. Aber wir müssen diese europäische Idee eben weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt jetzt, wo es uns gut geht in Europa, ganz anders als direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist eben die Stufe auch da, dass wir sagen müssen, das soziale Europa muss jetzt kommen. Ich durfte ja eine ganze Weile lang kommissarische Arbeitsministerin sein, als Andrea unsere Fraktionsvorsitzende war. In der Eigenschaft durfte ich die europäische Säule sozialer Rechte mit verabschieden. Eigentlich wollte die Europäische Union das groß feiern. Wer hat das verhindert? Frau Merkel hat das verhindert, weil nämlich die Union dieses soziale Europa so nicht will. Ich kann euch erzählen von einem Podium, wo ich mal gesessen habe, bei der Europäischen Rechtsakademie in Trier. Da saß mit mir der Chefvolkswirt des Bundesfinanzministeriums, des damaligen Bundesfinanzministeriums. Das war in der alten Legislaturperiode. Und als ich glühend diese Idee des sozialen Europa verteidigte und nach vorne brachte, der hat ganz klar gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und deswegen ist es so wichtig, wen Deutschland in das Europäische Parlament schickt, dass das engagierte, leidenschaftliche Europäer sind, die aber auch für die soziale Idee kämpfen und streiten.
der zweite Bereich ist auch mein Leib- und Magenbereich. Das ist natürlich der Bereich Rechtsstaat. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Aber wenn wir nach Polen und nach Ungarn schauen, dann sehen wir, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass die europäischen Mitgliedstaaten nicht mehr dasselbe Verständnis davon haben, was eigentlich Rechtsstaat ist. Aber auch da kann die Lösung in Europa liegen, kann sie in der EU liegen. Wir haben gestern das Urteil des Europäischen Gerichtshofs entgegengenommen. Ich habe laut gejubelt, als ich das bekommen habe, dass Polen seine Richterreform zurückziehen muss. Diese Zwangspensionierung. Wir können uns wehren als Europäische Union, und das ist ein gutes Zeichen. Und der dritte Aspekt, auf den hat vor allen Dingen Rudolf eben noch mal ganz eindrücklich hingewiesen, aber auch die anderen vor mir. Das ist der Bereich Frieden. Und ihr habt jetzt meine Biografie in Schlagworten gehört. Für mich ist das nichts Theoretisches. Diese Länder, aus denen die Großeltern meiner Kinder stammen, die haben jahrhundertelang Kriege miteinander geführt. Blutige Kriege. Und ich will das für meine Kinder nicht. Ich will das für meine Kinder nicht, und ich kann euch auch da eine Anekdote erzählen. Ich habe im Zuge der Brexit-Diskussion natürlich auf vielen Panels gesessen. Und einmal habe ich da gesessen mit einem Mann, Ian Duncan Smith, ein sehr engagierter Brexiteer, also für den Brexit. Und der sagte, wir brauchen die Europäische Union nicht. Wir haben schon eine Vereinigung, die für den Frieden in Europa sorgt. Das ist die NATO. Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Zustand, den wir über Jahrzehnte zwischen Griechenland und der Türkei, zwei NATO-Partnern, hatten, ist nicht Frieden. Das ist die Abwesenheit von Krieg. Aber das ist nicht dasselbe. Frieden ist, wenn man miteinander arbeitet, wenn man füreinander Verständnis entwickelt, wenn man einander etwas Gutes gönnt. Und das kann die NATO nicht, das braucht die NATO auch nicht. Aber dafür, genau dafür brauchen wir die Europäische Union, liebe Genossinnen und Genossen. Und es macht einen Unterschied, wie man über die Europäische Union spricht. Das hat Malu, glaube ich, schon angedeutet. Es braucht Menschen, die das Wunderbare, das Einzigartige an diesem Zivilisationsprojekt immer wieder herausstellen. Der Brexit ist auch deswegen so abgelaufen, weil dort niemand war, der die EU verteidigt hat. Noch nie. Als ich das meinen Labour-Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, haben die immer gesagt, naja, ihr müsst Verständnis haben, das liegt an unserem Wahlrecht. Die haben Mehrheitswahlrecht, die haben keine Listen. Da gewinnst du deinen Wahlkreis oder du bist halt weg. Und wenn du dich mit einem unpopulären Thema beschäftigst, dann bist du eben weg. Und das hat dazu geführt, dass, wenn man ganz ehrlich ist, bei den letzten Wahlen vor dem Brexit nur eine einzige Partei sich getraut hat, proeuropäisch unterwegs zu sein. Das waren die Lib Dems, die Liberalen. Und die sind sowas von abgestürzt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber sowas von 53 auf 11 oder so. Das ist eben Mehrheitswahlrecht. Das kann man nachvollziehen. Aber schaut euch das Ergebnis an. Das heißt, wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die wir in dieses Europa entsenden, die mit ganzem Herzblut dafür stehen, dass diese Europäische Union ein einzigartiges Zivilisationsprojekt ist und das auch gegen alle Widerstände verteidigen wollen. Der zweite Punkt, was nationale Politikerinnen und Politiker oft tun, was auch in Deutschland viel zu lange passiert ist, zu sagen, alles, was gut ist, haben wir gemacht, auch wenn es eigentlich auf europäischen Rahmensetzungen beruht, und alles, was schlecht ist, das waren die Idioten in Brüssel. Das war so lange ein Sprech, auch in Deutschland. Wir müssen das schon ernsthaft so sehen. Und das muss ein Ende haben. Wir müssen klar sagen, nein, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir haben wirklich noch viel zu tun dort. Aber es sind die nationalen Staaten, die ihre Vertreterinnen und Vertreter dorthin entsenden. Es sind Politikerinnen und Politiker, die in nationalen Wahlen für das Europäische Parlament gewählt werden. Das verschränkt sich ineinander. Und wir müssen auch endlich dazu kommen, dass wir sagen, dass was in der Europäischen Union gut gemacht worden ist, das hat dann auch die Europäische Union gut gemacht. Und das müssen sich dann auch nicht immer die nationalen Politikerinnen und Politiker an den Hut heften. Das Dritte und das Letzte zu dem Punkt. Und das ist für mich fast das Wichtigste. Wir müssen aufhören, mit diesem Sprech nationale Interessen gegen europäische Interessen zu stellen. Mit diesem Sprech, ich gehe zum Gipfel, um das Wichtigste für mein Land herauszuholen.
Natürlich vertreten wir die Interessen Deutschlands in der Europäischen Union. Natürlich tun wir das. Aber wir tun das in dem Bewusstsein, dass wir nur miteinander besser und größer und stärker werden können. Und genau das ist gerade wieder aktuell passiert. Olaf Scholz legt vor ein Eckpunktepapier zur europäischen Arbeitslosenversicherung. Und das allererste, was die zu tun haben, von CDU, von CSU, von FDP, von den anderen will ich gar nicht reden, ist zu sagen, will der denn die Wahlen in Italien gewinnen, deutsche Steuergelder nach Italien? Liebe Leute, erstens ist das einfach sachlich falsch. Dieser Entwurf für eine europäische Arbeitslosenversicherung hat nichts mit Transfergeldern irgendwohin zu tun. Ich will das nur einmal gesagt haben. Das ist ein Absicherungsmechanismus für den Fall, dass nochmal so eine Krise kommt wie 2008, 2009. Und dass dann eben, wenn das nationale System es nicht mehr schafft, man auf ein europäisches System zurückgreifen kann, um die Menschen abzusichern. So ein bisschen das, was wir mit dem Kurzarbeitergeld gemacht haben. Aber das kann nicht jedes Land. Es ist nicht jedes Land wirtschaftlich so stark wie wir. Und dafür soll das ein Mechanismus sein. Wenn man Geld daraus entnimmt, muss man es nachher auch wieder zurückzahlen. Das hat mit Transfer nichts zu tun. Es ist also auf der einen Seite schon mal eine bewusste Unwahrheit. Das treibt mir schon mal die Zornesröte ins Gesicht. Und das Zweite ist, das finde ich noch viel schlimmer, es bedient genau wieder dieses alte Narrativ, was uns in diese Bedrulle gebracht hat, die wir jetzt haben. Nämlich zu sagen, wenn etwas gut ist für Europa, dann zahlen wir dafür. Nettozahler ist ein Begriff, den sollten wir streichen. Ja, wir zahlen mehr Geld ein, als wir nominell wieder herausbekommen. Aber seht euch doch mal um, gerade hier in Rheinland-Pfalz. Wir profitieren so unendlich von der Europäischen Union. 60% unserer Exporte gehen nach Europa, und 40% gehen in die Europäische Union. Das ist ein riesiger Block. Wir haben etwas davon, wenn es allen Völkern in der Europäischen Union gut geht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Der Friedensaspekt muss immer mit dabei schwingen. Wir können es nur gemeinsam schaffen in der Europäischen Union. Und deswegen müssen wir auch miteinander kämpfen und nicht gegeneinander. Und wir sind natürlich auch deswegen immer so gerne hier in Rheinland-Pfalz, weil wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer das wissen, bei uns in Trier noch mal mehr. Ihr könnt euch vorstellen, was bei uns los wäre, wenn die Grenzen wieder zugingen. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Laden dann noch zumachen. Und alle, die sich hier zur Wahl stellen, wissen das. Und Rudolf vor allen Dingen weiß das. Ich will an dieser Stelle, ich wusste das vorher, ich freue mich, dass du es nicht vorher wusstest, dann konnte ich die Rührung neben mir so ein bisschen spüren. Ich finde das so großartig, dass du jetzt Ehrenmitglied der Sozialdemokratischen Partei in Rheinland-Pfalz bist. Du hast 6 Jahre die europäischen Sozialdemokraten angeführt, in einer Zeit, die ich gerade erwähnt habe, wo es auch nicht immer einfach war. Und an deinen Worten hat man gemerkt, dass du nach wie vor ein ganz glühender Europäer bist. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses ganze Engagement und auch für deine Unterstützung. Und ganz kurz will ich am Ende nur noch streifen, die zweite Motivation, warum ich das mache. Weil ich auch Verantwortung übernehme tatsächlich für meine Partei. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen in unserem Laden, der auch ganz ehrlich sagt, ich liebe diese Partei. Sie macht es uns gerade in Berlin nicht immer leicht, auch die Basis nicht, weil es, klar, da kommt viel Kritik, das ist aber auch gut und richtig so. Warum? Wenn man sich die Union anschaut, die können im Grunde genommen machen, was sie wollen. Solange sie genug Prozente haben, steht die Basis da dahinter. Die Inhalte stehen an zweiter, dritter, vierter Stelle. Das ist bei uns anders. In die Sozialdemokratie geht man, weil man was verändern will, weil man die Welt verbessern möchte, im allerpositivsten Sinne. Und wenn diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, das eben nicht zu 100% hinkriegen, sondern nur zu 65 oder vielleicht auch mal zu 80 oder auch mal nur zu 50, dann wird darauf auf kritisch geschaut. Aber dafür liebe ich auch meine Partei, weil sie das ja tut, weil alle von uns es wirklich wollen, weil es uns allen um Inhalte geht, weil es uns allen darum geht, unser Gemeinwesen, unsere Gesellschaft, aber vor allen Dingen das Leben jedes einzelnen Menschen besser zu machen. Und deswegen werden wir nie eine Partei der Abnicker sein, sondern immer eine Partei der Kämpferinnen und Kämpfer.
Was jetzt nicht heißen soll, dass wir uns nicht auch hin und wieder auch über so lobende Worte freuen, wenn wir was gut machen, so wie in dieser Woche. Das will ich damit jetzt nicht gesagt haben. Aber wir sind die größte Partei in diesem Land. Mir passiert das ja auch so, dass es immer heißt, irgendwie SPD gerade am Ende oder so. Ja, wir haben schwieriges Fahrwasser im Moment. In den manchen Teilen des Landes mehr als in anderen. Aber es kommen auch jeden Tag Menschen, die neu in unsere Partei eintreten. Jeden Tag. Falls hier noch welche sind unter Journalisten und Kameraleuten, die das tun wollen, ich habe immer Beitrittsformulare bei mir und ich empfehle jedem von euch, das auch zu haben. Wir sind eine stolze Partei, eine traditionsreiche Partei, eine, die jeden Tag dafür steht, dass das Leben der Menschen besser wird. Andrea hat einige der Blöcke gesagt, die wir diese Woche durchgesetzt haben. Ich will das nicht wiederholen. Gute Kita, Brücken, Teilzeit, also nicht, noch nicht durchgesetzt, aber ins Parlament eingebracht, die Mietrechtsreform. Wir haben so viele Sachen in der Pipeline. Wir können sehr, sehr stolz darauf sein, was wir tun. Ich bin total stolz auf meine Partei. In den Kommunen, in den Ländern, im Bund. Ich bin vor allen Dingen stolz auf die Mitglieder dieser Partei. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so viel Zuspruch von euch bekommen habe. Ich hoffe, dass das noch mehr wird, denn da hat Rudolf recht. Man kann eine Wahl nie alleine gewinnen oder auch nur bestreiten, sondern wir brauchen jeden Einzelnen, jede Einzelne. Wenn alle 450.000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten offensiv in diese Europawahl gehen, den europäischen Gedanken nach vorne bringen und klar machen, dass es nur mit uns ein freiheitliches, ein solidarisches, ein soziales, ein gerechtes Europa geben wird, dann wird das eine sehr gute Wahl und ich freue mich sehr auf den Wahlkampf mit euch. Also Katharina meinte, es wäre jetzt gut, sonst würden die Tränen laufen. Liebe Katharina, liebe Andrea, vielen Dank, dass ihr bei uns Gast gewesen seid. Ihr habt gespürt, die Stimmung in der rheinland-pfälzischen SPD ist so, wie ihr es erwarten dürft, gut und kampfbereit. Und Katharina, wir sortieren jetzt noch die Truppen hinter dir und dann kann es losgehen. Alles Gute, gute weitere Arbeit. Ganz herzlichen Dank.
Du bist Europäerin durch und durch.